Die Psychologie von Geld. Das ist das Thema heute beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen mit Renate Schmidt, der Inhaberin von Rich Business Coaching. Du bist Psychologin und berätst Unternehmen. Du bist auch integraler Business Coach. Wer sucht deinen Rat? Also, und was ist dann deine Funktion? Grundsätzlich suchen Selbstständige und Unternehmerinnen meinen Rat, oder man sagt ja beim Coaching eher den Coaching-Prozess, weil wir keine Beratung machen. Und es geht natürlich viel um das Thema Umsatz und Umsatzsteigerung oder Blockaden im Geldfluss und natürlich um andere Themen wie Business-Strategien und Mitarbeiterführung. Das sind die zentralen Themen und die eigene Life-Balance. Unternehmertum steht ja an sich für Schaffenskraft und eben auch genau um das Thema Geld zu verdienen. Können denn Unternehmer immer gut mit Geld umgehen? Die meisten Unternehmer können gut mit Geld umgehen, aus meiner Erfahrung. Und das zeigt sich auch, Unternehmen und Schaffenskraft ja. Aber es gibt auch welche, die dem blockiert ist. Und es gibt so eine wunderbare Trias, die ich entwickelt habe, woran man sehr schnell wie so eine kleine Messlatte feststellen kann, kann jemand gut mit Geld umgehen. Und zwar ist es die Trias geben, nehmen und behalten. Das heißt, kann ich Geld ausgeben? Kann ich wirklich auch investieren zum Beispiel? Für Unternehmer ist natürlich auch, investiere ich an den richtigen Stellen? Oder bin ich total geizig? Ja, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel, habe ich das mal gehört von dem IKEA-Inhaber, der war total geizig. Ja, der hat selbst seine Haare noch bis zuletzt geschnitten, weil er das Geld dafür nicht ausgeben wollte. Von meinem Aspekt des Business-Lifestyles her denke ich, ob der sich wohlgefühlt hat, ist eine Frage für mich. Aber zumindest hat er viel Geld gehabt. Das muss man einfach definitiv sagen wahrscheinlich. Und also, aber dieses Thema, kann ich gut investieren? Das ist, ne, und geschickt investieren. Ich habe manchmal Kunden, die machen immer wieder Fehlinvestitionen und kommen dann und sagen, das kann aber nicht wahr sein. Ich lasse mich gut beraten, alles, und trotzdem irgendwie ne, passen. Und behalten ist eben, kann ich das gut verwalten, das Geld? Ja? Kann ich damit gut umgehen? Das ist also, der Umgang mit Geld ist da, oder haue ich es raus? Ich habe einen Kunden mal gehabt, der hat immer am Ende des Monats, egal wie viel Umsatz er hatte, und der war nicht unerheblich, das auf plus minus null gebracht auf seinem Konto. Ja. Ja. Und da sind ja unbewusste Mechanismen, die dazu beitragen, dass das passiert. Das ist ja nicht, weil so, ne, und das muss man dann rausfinden. Oder eben geben, nehmen und behalten ist eben auch, nehme ich auch Geld. Und das ist häufig, also traue ich mich, Geld zu nehmen, und da sind wir häufig beim Thema Preisgestaltung, traue ich mich, den Preis für meine Leistung zu nehmen, zum Beispiel, oder für mein Produkt, dass es auch wert ist. Das ist häufig ein Thema, so, oh nee, ich nehme mal lieber nicht so viel. Weswegen auch Menschen zu mir kommen und sagen, im Grunde nehme ich zu wenig Geld für meine Leistung und das soll so nicht weitergehen. Jetzt hast du schon ein paar Aspekte reingebracht. Was sind denn so Merkmale, wo man feststellen kann, da ist ein ungesunder Bezug zum Thema Geld da? Also es ist zum Beispiel, ich habe eine Kundin gehabt, die hat gesagt, ich stelle meine Rechnung nicht. Die hat die Leistung erbracht, die Rechnung nicht erstellt. Das ist, kann man sich nicht leisten, sage ich jetzt mal. Also, und sie sagte, ich will dahinter kommen. Und da sind unbewusste Mechanismen hinter. Das kann mit Geldglaubenssätzen zusammenhängen, dass ich im Grunde denke, ich sage jetzt mal die Klasse, Geld stinkt oder so, will ich lieber nicht bei mir haben. Ja, oder es hängt ganz spannend aus, kann auch mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängen. Ach, meine Leistung war gar nicht so gut, da sind wir beim Imposter-Syndrom. Ne, so, ach, meine Leistung war gar nicht so gut und die war wirklich hochklassisch ausgebildet. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die eine schlechte Leistung abgegeben hat. Also da sind wir auch wieder beim psychologischen Thema im Grunde. Nicht darum, wie stelle ich eine Rechnung technisch oder so, kann man auch an seinem Büro geben. Aber sie hat es einfach nicht gemacht. Woher kommt denn die Abneigung, teilweise auch gegen hohe Einkommen? Das ist was, ein ganz spannendes Phänomen, und zwar, es heißt so schön, wir verdienen genauso viel oder haben so viel Umsatz wie ungefähr die 7 Leute, mit denen wir uns am meisten umgeben. Das heißt, es ist so ein Kohortenphänomen. Wir gehen davon aus, dass man unbewusst verhindern will, aus dieser Kohorte rauszufallen. Das hat psychologisch damit zu tun, dass wir davon ausgehen, es gab sozusagen, menschheitsgeschichtlich sind wir in kleinen Gruppen so tatsächlich bis 7, 8 Leuten rumgelaufen, und wenn jemand da ausgestoßen wurde, bedeutete, er überlebte nicht. Und diese unbewusste Angst ist heute immer offenbar noch in uns verankert, was sich manchmal auch aus Teams nicht rausfallen zu wollen oder aus eben bestimmten sozialen Zusammenhängen nicht rausfallen zu wollen, diese unbewusste Angst. Wenn ich mir die bewusst mache, dann kann sich das verändern. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der hat immer ungefähr, ich glaube so um 5.000 Euro im Monat letztendlich Gewinn gemacht und kam nicht höher, obwohl sein Business es durchaus hergab. Und er sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es stellte sich raus, dass alle um ihn herum Beamte waren, die ungefähr dieses Gehalt hatten.
Das heißt, er hat sich unbewusst immer darauf ausgerichtet, um bloß nicht aus dieser Gruppe rauszufallen, auch in diesem Fall mit dem Geld, das er zur Verfügung hatte. Naja, dann haben wir das besprochen und danach ist die Blockade gelöst. Das ist natürlich dann, da kommt die Psychologin wieder ins Spiel, da habe ich natürlich einige Tricks auf Lager. Und danach hat sich das verändert. Also gerade für Unternehmer, Unternehmerinnen ist es total wichtig, auch ein gesundes Verhältnis zu Geld zu haben. Denn man sagt ja auch immer, ne, man muss irgendwie was zur Seite schaffen. Man hat das jetzt gesehen, auch bei Corona. Aber auch so sagt man immer, als Selbstständiger muss man eben auch eine bestimmte Zeit überstehen, ne? Also um Krisen zu überstehen. Also du hast ja jetzt gesagt, du hast so ein paar Tricks auf Lager, um dieses gestörte Verhältnis sozusagen zu heilen. Ja, vielleicht hast du irgendwie so einen Tipp für uns. Das Erste ist mal, sich das bewusst zu machen, dass diese Trias im Ungleichgewicht ist. Und jeder hat relativ schnell ein Gefühl dazu, wo es bei ihm ist. Ist es beim Geben, beim Nehmen oder beim Behalten? Also die meisten wissen sehr genau, wo es hängt. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte irgendwie 1 Million Schulden bei der Steuer, weil er nämlich genau diese Rücklagen nicht gebildet hatte, alles rausgehauen hatte und jetzt ein ernsthaftes Problem hatte, wie wir uns vorstellen können. Mhm. Ja? So, und da sich mit zu beschäftigen, wieso mache ich das? Welche ist es, mein Selbstbewusstsein? Sind es Glaubenssätze, die mich dazu treiben? Ist es Geltungsbewusstsein? Es kann ja auch sein Status. Ich möchte über Statussymbole eine Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe haben und gibt dafür Geld aus. Hat manchmal auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das rauszubekommen, also erstmal sich klarzumachen, habe ich da ein Ungleichgewicht, dann an welcher Stelle und woran kann es liegen? Liegt es an meiner Einstellung zum Geld oder ich nenne es manchmal, muss ich meinen Geldmuskel dehnen? Wenn man die meisten Leute fragt, wie viel Geld hättest du gern, sagen sie 1 Million. Oder größer, wenn sie schon größere Unternehmen haben. Aber es sind immer eine bestimmte Summe Geldes, die die Leute im Kopf haben. Und wenn man dann die Menschen fragt, was willst du mit 1 Million machen, ist es meist so, dass sie Wünsche haben im Wert von 10.000 bis 20.000 Euro. Mhm. Und dann gibt es keine Ideen mehr dafür. Und das kannst du auch bei 10 Millionen machen und so weiter. Das heißt, die Menschen haben keine Vorstellung davon, was sie mit dem Geld machen wollen, weil sie eine innere Barriere haben, eine psychologische. Und das nenne ich Geldmuskeldehnen. Das heißt, sich überhaupt damit zu beschäftigen, ja, was mache ich denn mit diesem Geld? Ja, was genau würde ich konkret machen? Wie würde mein Leben aussehen? Und wenn ich das schon mal anfange, das heute zu leben, das heißt nicht, dass ich jeden Tag meine Visa-Karte auf den Tisch knall oder was auch immer, weißt du, was ich meine, ja. Sondern zu überlegen, welchen Lifestyle will ich denn eigentlich haben und das heute leben, dann kann ich da auch mich hin entwickeln und entwickle dann auch, das ist das Spannende dabei, Geschäftsideen. Also weil unsere Mikroentscheidungen, die uns unbewusst sind, sich dann auf ein anderes Mindset hin entwickeln. Danke für den Tipp. Ja, wirklich gern.